Wolfgang Herles, früher ZDF, geht das drunter und drüber an der Stelle? Wir haben ja das Problem, dass, jetzt spreche ich wieder überwiegend vom Öffentlich-Rechtlichen, dass wir eine Regierungsnähe haben. Nicht nur dadurch, dass überwiegend so kommentiert wird, wie es der Großen Koalition entspricht, mhm. im Meinungsspektrum, sondern auch dadurch, dass wir vollkommen der Agenda auf den Leim gehen, die, die Politik vorgibt. Das heißt, die, die, Themen, über die berichtet wird, werden von der Regierung vorgegeben. Es gibt aber viele Themen, die wären wichtiger als das, was die Regierung die natürlich auch ablenken will von dem, was nicht passiert. Aber das, was nicht passiert, ist oft wichtiger als das, was passiert. Wichtiger als die Symbolpolitik, die betrieben wird. Die also wir gehen der mhm. Agenda auf mhm. dem Leim. Und es gibt tatsächlich, das muss ich jetzt an der Stelle doch nochmal sagen, weil es ja in der öffentlichen Diskussion ist, es gibt tatsächlich Anweisungen von oben, auch im ZDF, sagt der Chefredakteur, Freunde, wir müssen so berichten, dass es Europa und dem Gemeinwohl dient und da braucht er in Klammer gar nicht mehr dazu sagen, wie es der Frau Merkel gefällt. Solche Anweisungen gibt es, gab es auch zu meiner Zeit, es gab eine schriftliche Anweisung, dass das ZDF der Herstellung der Einheit mhm. Deutschlands zu dienen habe, das ist was anderes, als zu berichten, was ist. Wir durften damals nichts Negatives über die neuen Bundesländer sagen. Heute darf man nichts Negatives über die Flüchtlinge sagen. Das ist Regierungsjournalismus. Und hm. das führt dazu, dass Leute das Vertrauen in uns verlieren. Das ist der Skandal. Der Chefredakteur sitzt jetzt nicht mit hier am Tisch. Das muss ausdrücklich gesagt werden, dass er das äh, möglicherweise ganz anders einordnet.